Cop, der Kerl, der mich suche, wen hat er getötet? Warum fragst du? Es geht doch nur um den Job, oder? Hör zu, das ist mir absolut egal, okay? Ich will nur Ihren Namen. Wen, Cop? Einer von ihnen hieß Randall. Er war fast ein Jahr lang im Camp. Die anderen beiden kannte ich nicht. Soll ich nachfragen? Nein, lass gut sein. Wenn du den Mistkerl hast, funk mich an. Copeland Ende. Soll ich auftanken? Ich krieg später mehr rein. Okay, bis demnächst, Mann. Ciao. Hey, Cope. Ich glaube, Leon wollte dir das bringen. Oh, Dick. Eine weise Entscheidung. Wirklich weise. Geh mal zu Manny. Vielleicht kann er dir mit deinem Bike helfen. Manny, ich bin immer noch nicht mit dir zufrieden. Gute Wahl, Mann. Gute Wahl. Cool. Brauchst du noch was? Ich pack das für dich ein. Das sollte eine Weile halten. Oh ja, ein sehr schönes Stück. Gute Wahl, Mann. Gute Wahl. Komm wieder, wenn du noch was brauchst. Okay. Was gibt's? Ich schau nur. Das hält erstmal. Alles klar, kommt sofort. Okay. Na dann. Das ist alles für heute. Hey. Was gibt's denn? Ich mach dir das Tor auf. Hörst du mich? Fuse, warum liegst du nicht zum Teufel noch mal im Bett? Konnte nicht schlafen. Weißt du noch, was ich sagte? Unten im Tunnel? Geh da nicht rauf, Deek. Das macht dich noch verrückt. Fuse, ich... Okay, hör zu. Ich geh da rauf, weil da oben Freaks sind. Mir ist egal, wo ich sie umlege. Kopfgeld ist Kopfgeld. Wozu dann all die Tulpen, hä? Hab sie gesehen, hier auf dem Tisch. Heute Morgen. Dieselben wie bei eurer Hochzeit. Ich weiß es noch.
Ich werd... Boozer, ruh dich aus, okay? Ich muss los. Dicken Ende. Und das sind keine Tulpen, Boozer. Das ist Mauerpfeffer drüben. Als wir für unsere Freiheit gekämpft haben, erhielten wir das herrliche Recht, Waffen besitzen zu dürfen. Ein Recht zum Schutz unserer selbst, unserer Familie, unseres Eigentums. Aber nur so lange, bis die Regierung Angst vor den Leuten bekam, die zu schützen sie geschworen hatte. Nach und nach nahmen sie uns jedes Waffenrecht, das sie konnten. Entschuldigung.